Liebe Zuschauer, willkommen, Shalom, der Frieden sei mit euch, seid gesegnet. Ja, kurz vorm Wochenende hier nochmal ein kleiner Clip von mir. Ohne Kamera, das geht leider technisch hier bei mir nicht anders, wenn ich Telegram einblende. Und ich möchte einfach hier nochmal ein paar Nachrichten durchblättern der letzten Tage, die einfach darauf hindeuten, dass das antichristliche System installiert wird, so allmählich. Das heißt für uns, wenn wir die Bibel lesen, wir wissen, dass die siebenjährige Drangsal Jakobs ansteht, in der natürlich auch die zurückgelassenen Menschen, die Jesus Christus nicht angenommen haben, zurückbleiben, dort aber noch die Möglichkeit haben, sich zu bekehren. Und ja, was deutet einfach darauf hin, weiterhin, dass diese Zeit voransteht, dass sich der Antichrist offenbaren wird, der 7 Jahre lang eben hier die ganze Welt regieren wird? Er wird erst auftreten als Weltenretter, ja, als Antichrist, also als anstelle von Christus, ja, ein Weltenretter. Er wird viele Wunder und Zeichen tun und wird den Menschen helfen. Wahrscheinlich wird es so sein, dass er erstmal die Welt jetzt durch Kriege und Hungersnöte und so weiter erstmal ordentlich ramponieren wird. Das sehen wir ja auch schon. Da kommen wir gleich zu den Meldungen. Und dann wird er eben als Weltenretter auftreten und vieles versprechen. Er wird sich dann aber zur Mitte dieser siebenjährigen Drangsal, wird er sich dann eben in Jerusalem in den Tempel setzen und sagen: Ich bin Gott. Und er wird dann eben verlangen von die, die dann hier auf Erden sind, dass man ihn anbetet und sein Mahlzeichen annimmt. So, jetzt kommen wir zu den Nachrichten. Wir blättern hier einfach schnell durch. Ja, hier ist eine Meldung, die ich letztens schon hatte. Was geht hier ab, heißt es hier. Eva Herrmann hat das übernommen. Was geht da eigentlich vor sich? Warum verbrennen derzeit so viele Lebensmittelproduktionsanlagen? Ist das der Beginn des vom WEF-Chef Klaus Schwab angekündigten Cyberpolygon? Fragezeichen. Nein, es ist noch viel, viel mehr als nur dieses Cyberpolygon. Aber wir schauen hier, das FBI warnt vor Cyberangriffen auf Lebensmittelfabriken nach einer mysteriösen Serie von Bränden. Ja, diese Meldung hatte ich auch schon in einem meiner Videos. Wir sehen also hier überall in der westlichen Welt brennen Futtermittelverarbeitungsbetriebe und ja, Foodplants eben. Dazu dann weiter hier. Hier haben wir einen Bericht von Wochenblick.at. Ja, Pilotphase im Herbst. Auch Wien wird Testlabor für Sozialkreditsystem. Ja, also dieses Sozialkreditsystem, was wir in China schon sehen, was dort installiert wurde, dass man eben ein Kreditsystem für sich, für jeden Menschen hat, ja, das eben, wenn man konform ist, der Regierung konform ist, immer gut läuft, mit dem man dann eben alle Privilegien hat. Also man hat keine Rechte mehr, sondern nur noch Privilegien. Das heißt, man kann reisen, ja, wenn man dem System entspricht und wenn man konform ist. Und wenn nicht, ja, wenn man eben Kritiker ist und sich dagegen wehrt, ja, dann ist man eben ausgeschlossen, ja, teilweise dann natürlich auch von dem Kauf von Lebensmitteln. Und das erinnert uns, wie gesagt, wieder an das Mahlzeichen der Bibel. Ja, ohne Mahlzeichen kann man nicht kaufen und verkaufen, also auch nicht Lebensmittel. Ja, und dieses ja, Sozialkreditsystem wird eben auch, kommt nach Europa. Ja, in Wien wird es getestet. Hier ist der Artikel. Wie gesagt, ich gebe hier nur einen kurzen Überblick. Na, dann geht es weiter hier mit Nahrungsmitteln. Am 17. März haben Mitglieder von Extinction Rebellion, die Bewegung versteht sich als Fridays for Future nur in radikal, im Departement Morbihan im Westen Frankreichs einen Güterzug zwangsweise angehalten. Ja, und dann haben sie die Ablassschächte der Waggons geöffnet und rund 1500 Tonnen Getreide auf die Gleise geschüttet. Die Getreidemenge entspricht etwa 6 Millionen Baguettes. Ne? Wir kennen das ja, die französischen Baguettes. Hier die Bilder, wenn wir das sehen. Ja, das sind Terroristen, das muss ich mal ganz klar sagen. Und das hier Lebensmittel.
in dieser Situation, in der wir jetzt sind, ja, mit dem Krieg und mit der Rationierung und dem Knappwerden von Nahrungsmitteln, vor allen Dingen von Mehl und Öl, ja, dann diese Anschläge hier noch von völlig Verrückten, aber das gehört eben auch zum System. Ja. Ja, lesen wir mal weiter hier. Während es derzeit europaweit zu Lieferengpässen beim Getreide kommt und die UNO sogar weltweite Hungersnöte befürchtet, vernichten angebliche Umweltaktivisten wichtige Ernährungsgrundlagen. In einer nachgereichten Stellungnahme lässt Extinction Rebellion verlauten, sie hätten gemeint, dass es sich um Soja handeln würde. Ja, selbst wenn es das wäre, auch Soja, warum sollte man das vernichten? Ne? Und warum sollte man in Europa Soja in solchen großen Güterzügen transportieren? Ist auch unlogisch, ja, aber das ist eben diese Dummheit, ne? Völlige Dummheit dieser jungen Menschen. Ja, ja. Oder vielleicht noch mehr Bosheit. Sie hätten gemeint, dass es sich um Soja handeln würde. Dass diese, das ist jetzt hier ein Kommentar, ne? Dass sie das nicht unterscheiden konnten und so weiter. Ja. Es ist längst Zeit, dass diese Organisation und ihre Unterstützer als das angesehen und behandelt werden, was sie sind, nämlich Terroristen. Ne? Sie sind die nützlichen Idioten und Terroristen des antichristlichen Systems, ja, was wir auch in einem seiner Diener, Klaus Schwab und seinem WEF eben sehen. Ja, also furchtbar. Nächste Meldung, Blackout, Evakuierung von Millionen, Hunger. Hier ein Bericht von Compact Magazin. Was passiert, wenn das russische Gas ausbleibt? Die Bundesregierung hat die Folgen eines Gasengpasses in einer Übung durchspielen lassen mit schockierendem Ergebnis. Ein Übergreifen der Kreise auf die Stromversorgung wurde vorsichtshalber ausgeblendet. Ja, dann käme alles noch schlimmer. Auszug aus den staatlichen Notfallübungen Lükex 18. Folgende Regionen wurden im Übungsverlauf fiktiv von der regulären Gasversorgung getrennt. Heidelberg, Karlsruhe, Mannheim, Pforzheim, München, Mainz, Ludwigshafen, Gera und so weiter und so fort. Das sind schätzungsweise 10 Millionen Menschen, die nicht mehr heizen und kochen, sowie ihren Lebensmittelbedarf nicht mehr decken können und so weiter. Hier kann man weiterlesen. Ja, diese Dinge werden kommen, die Gaslager leeren sich, da man ja Gas boykottiert, was ja hauptsächlich aus Russland kommt. Nun ja, wir haben jetzt Frühjahr, Sommer, die Heizsaison ist so gut wie vorbei, aber für den nächsten Winter sieht es dann eben schlecht aus, wenn es denn so weitergeht und ich befürchte, das geht so weiter. Hier auch nochmal einen Bericht über Bill Gates. Hier gibt es einen Bericht, Bill Gates ist der größte Eigentümer von Farmland, der Gründer von Microsoft ist der größte Besitzer von Ackerland in den USA. Was hat er mit dem vielen Ackerland vor? Hier ein Bericht, ja. Also, wir sehen hier die üblichen Kandidaten, die hier Land grabben, wie der Amerikaner sagt, also für sich einfach kaufen und dann wahrscheinlich keine Farmwirtschaft darauf betreiben und dazu eben sehen, die Absicht wahrscheinlich ist, dass die Menschen, die eben zu viel sind nach seiner Ansicht, es gibt halt so viele Menschen auf der Welt, sagt er, nach seiner Ansicht, dann muss er sie halt aushungern, indem man das Farmland kauft und nicht bewirtschaftet. Meine These, das ist... So, dann Angriff auf die Lebensmittelversorgung, nochmal hier ein weitergehender Bericht. Hier sehen wir einige Zeitungsberichte, ja, Brände, ja. Angriffe auf Lebensmittelversorgung, hier eine Karte dazu, viele Dinge geschehen hier in Nordamerika, in den USA, in Kanada, aber auch hier in Europa, Israel oder Libanon, was das hier ist, Indien, Pakistan, ja. Angriffe auf die Lebensmittelversorgung mehrere YouTubern und Bloggern ist ein beunruhigendes Muster von Bränden und anderem bei Betrieben von Lebensmittelversorgung aufgefallen, das erneut die Frage aufwirft, ob die Lebensmittelversorgung bewusst sabotiert wird. Hier also ein kleines Dossier. Ja, okay, kann man schauen. Dann gehen wir nach Shanghai, nach China.
Hier haben wir erschreckende Videos von Menschen, die eingesperrt sind. Die ganze Stadt mit 26 Millionen Einwohnern steht unter Quarantäne. Die Menschen dürfen die Wohnung nicht verlassen und sie hungern inzwischen. Und wir hören hier mal rein. Ja, die Menschen sitzen in ihren Wohnungen, öffnen die Fenster und machen Lärm mit Kochtöpfen und Ähnlichem. Die Frage ist, warum, das sind 26 Millionen Menschen, wenn ich diese ganzen Blöcke hier sehe, warum gehen die Leute nicht geschlossen auf die Straße? Was sollen ein paar tausend Polizisten oder vielleicht das Militär schon machen gegen diese Menschenmassen? Ja, also das hier, naja. Also der Chinese an sich scheint auch sehr obrigkeitshörig zu sein. Das kennen wir auch ein bisschen vom Deutschen. Aber das ist hier, glaube ich, noch schlimmer als der Deutsche. Ja. Ja, schon sehr gespenstisch. Und ja. Aber früher oder später wird es da auch zu Bürgerkriegen wahrscheinlich kommen. Aber das ist eben alles Testrun. Das ist hier ein Testrun unter der Vorgabe dieser Pandemiebekämpfung, dass man eben hier Menschen aushungert. Ne? So, was haben wir hier Berichte? Ja, genau. Elon Musk und Twitter-Leerkauf. Da haben jetzt natürlich viele Menschen Hoffnung, ja, dass hier Trump wieder nach vorne kommt. Dass Trump wieder rehabilitiert wird auf Twitter und viele andere Kritiker. Ja, weil Elon Musk nach seinem Twitter-Kauf die Plattform zu weniger Zensur und mehr Redefreiheit trimmen will, also mehr Redefreiheit, mehr, also wenig Zensur, droht ihm die britische Regierung bereits mit Inhaftierung. Ja, unfassbar. Auch könnte die Plattform im Vereinigten Königreich und in der EU blockiert werden. Ja, weil er es wieder aufmacht, die Zensur beendet und Redefreiheit wieder zulässt, ne, wird er hier im britischen, also im Vereinigten Königreich, ja, möchte man ihn dort gleich verhaften und Twitter verbieten. Tja, keine Frage. Ja, weiter hier, wegen NATO-Sanktionen Blackout, große Sorge in Bayern, meldet der Fokus eben. Deutscher Gasspeicher in Österreich ist fast leer. Von dort aus wird Bayern versorgt. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger warnt. Der Freistaat braucht die Kapazitäten dringend für die kommenden Winter. Doch wenn die antirussische Politik von Scholz und Co. so weitergeht, wird das nichts werden. Was uns dann droht, könnt ihr hier nachlesen, steht hier im, ja, Magazin. Ja, der Herr Aiwanger warnt, er soll nicht warnen, er ist Politiker, er ist Amtsträger, dann hat er nicht zu warnen, sondern er hat Politik für das Volk zu machen und nicht zu warnen. Ja, aber es ist eben auch nur eine Marionette, eine Puppe und ja, das ist alles nur Schauspielerei. Ne? Man warnt, ja, machen, nicht warnen, Herr Aiwanger. Ne? Aber das gehört eben zum antichristlichen System hier. Zur Drangsal, die kommen wird. Was haben wir hier für eine Meldung? USA-Anschläge auf Lebensmittelversorgung wiederum. Mysteriöse Unfälle in Großbritannien häufen sich. In Großbritannien, Entschuldigung, häufen sich. Ja, in den USA häufen sich derzeit rätselhafte Unfälle. Also die Meldung hatten wir schon. Ist alles ein bisschen hin und her hier, zeitlich unterschiedlich. Ja. Ist schon sehr eigenartig. Ne? Hier sehen wir Bilder von Fox News, Brände. Ja, eigentlich unglaublich. Also das sind wahrscheinlich einfach Sabotageakte. Ne? Außerdem kann man natürlich an der Börse hier, weil eben Lebensmittel auch spekuliert werden, vor allen Dingen in den USA, kann man hier natürlich an der Börse sehr viel Geld machen, wenn man einfach das Angebot verknappt künstlich. Ne? Ja, so ist der Mensch, ne? Der Mensch geht zugrunde, weil er bösartig ist, und zwar jeder Mensch. Ja, dann geht es hier gesellschaftlich weiter. Megan Fox nascht am Blut von Machine Gun Kelly.
Ich kenne die alle nicht. Ich habe schon seit vielen, vielen Jahren keinen Fernseher mehr. Das sind wohl irgendwelche Hollywood-Stars. Ihr kennt die vielleicht. Mich interessieren die eigentlich nicht. Aber ne, Megan Fox und Machine Gun Kelly. Oh mein Gott, was ein Name. Ne? Du bist so cool. Ja? Und wenn ich hier diese Finger sehe, diese verlängerten, einfach furchtbar. Ne? Also dieser Satanskult hier, der wird einfach publik gemacht und er wird in die Öffentlichkeit gestellt, als wäre es ganz normales Hobby. Ja. Und darum geht es dem Antichristen, dem Satan eben, ja, dass er den Menschen hier völlig verwahrlosen lässt. Ja. Und einfach zu zeigen, du Mensch, du bist es hier nicht würdig. Ja. Hier auch noch mal die gleiche Meldung noch mal bei Bild hier. Megan Fox: Ich trinke gelegentlich das Blut meines Verlobten. Es geht hier einfach darum, dass sie ja ihr Blut anzapfen und dann selber ja gegenseitig ihr Blut naschen. Im Blut laut Bibel steckt die Seele. Das ist ganz wichtig. Deshalb musste immer Blut fließen, ja, für unsere Sünden durch die Tiere zunächst, ja, die Schlachtopfer und dann das letzte Schlachtopfer, Jesus Christus himself. Und wenn wir an ihn glauben, dann sind wir errettet und erlöst, ja, durch das Opfer, durch das Blut, ja, aber nicht durch das Blut eines anderen Menschen, ja. Letztendlich will der Satan hier sozusagen auch alles nachmachen, ja, und ja, aber das führt eben ins Verderben, weil kein Mensch einen anderen erlösen kann. Das Blut eines anderen Menschen kann das Blut des selbst nicht erlösen. So steht es auch schon in den Psalmen. Ja. Ja, dann hier ein Video nochmal. Ach, da möchte ich auf jeden Fall reingehen, und zwar World Economic Forum. Und hier geht es um, ja, indischer Wirtschaftsgipfel 2019. Satguru sagt, sie wollen mehr Seelen, ich will weniger auf dem Planeten. Na, also wir sehen hier schon wieder, dieser Inder hier sagt ganz offen auf dem WEF, auf dem World Economic Forum, was er will. Er will weniger Menschen, weniger Seelen auf dem Planeten. Er möchte sie zerstören, ja, und hier, ich weiß nicht, wer das ist, aber ist auch hier ein Vertreter, ein hochrangiger Vertreter des Great Reset, ja, er lacht dabei und wir hören da eben rein, wie sie eben lachen darüber, dass sie ganz viele Milliarden Menschen, Seelen auf dem Planeten einfach beseitigen wollen. So in the session we just attended here at the Economic Forum, I think there was a sense of relief actually in your frankness. You brought up some issues that others are That's reluctant my to bring trouble. Always. All the religious groups are against me because I'm talking about population. They want more souls. I want less on the planet. Ja, sie wollen mehr Seelen, ich will weniger Seelen auf dem Planeten. Ne? Ahaha, hahaha. Ja, sehr witzig, ja. Aber darum geht es eben hier, ne? Auf dem Satan, ne? Die Vernichtung der Seelen. Ja, die Seele ist ewig, ja, und die Frage ist: Ist sie bei Gott oder ist sie in der Hölle? Darum geht's. Und wenn wir Jesus Christus annehmen, ja, und sagen: Wir sind sündig, wir brauchen dieses Opfer, Jesus Christus, und wenn wir daran glauben, an ihn glauben, an die Wiederauferstehung, dann haben wir eben ewiges Leben, ne, und nicht ewiges Verderben in der Hölle. Ja, und dann geht es hier weiter. Wir haben ja oben gelesen, dass uns die Nahrungsmittel weggenommen werden. Das heißt, vor allen Dingen Fleischprodukte, ja, werden uns weggenommen und stattdessen sollen wir demnächst Insekten essen. Na, das ist auch von Klaus Schwab hier, WEF, ein großes Thema. Und da haben wir hier einen Bericht. Ja. Teilnehmer in diesem Video sprachen mit großer Euphorie über die gesundheitlichen Vorteile des Verzehrs von Insekten. Ne? Also kein Getreide mehr und ähnliches, ja, sondern
auch kein Fleisch mehr, sondern wir sollen jetzt zu Insektenfressern werden. Völlig antichristliches System, satanisches System. Weiter geht's hier. Ja, hier habe ich hier Meldungen von Amir Zafati. Ja, und hier heißt es: Russisches Außenministerium Moskau verurteilt scharf die israelischen Raketenangriffe auf die Außenbezirke von Damaskus in Syrien. Ja, wir wissen ja, dass aus Jeremia 17,1, ja, dass Damaskus keine Stadt mehr sein wird und in Schutt und Asche liegen wird. Und deshalb ist Damaskus hier ganz wichtig. Und nochmal, Moskau verurteilt scharf die israelischen Raketenangriffe auf die Außenbezirke von Damaskus in Syrien. Ja, vielleicht sollten wir es eine begrenzte Militäroperation nennen und sie werden uns in Ruhe lassen, heißt es hier. Ja, und weiter, ihr Breaking News. Der Generalstabschef der israelischen Armee hat die Einberufung von 6 Reservistenbataillon angeordnet, um die regulären Militäreinheiten freizustellen, damit sie an der größten Militäroperation der letzten Jahre teilnehmen können, die einen Krieg an mehreren Fronten gleichzeitig vorsieht. Also hier sehen wir, werden Reservisten eingezogen in Israel, auch ganz wichtig diese Nachricht, damit sie eben da einen Krieg an mehreren Fronten simulieren können. Und auch das steht ja an, ne? Gog-Magog-Krieg, Rosh. Ja, und dazu eben die Meldung hier aus Damaskus. Ja, Moskau, also Russland, Rosh sieht das nicht gerne, dass Israel hier auf Damaskus schießt. Und das wird eben Rosh wahrscheinlich auch herumziehen. Ja, ich will ihm Haken in die Backen legen und ihn umkehren, herumziehen, ja, dass Rosh herunterzieht nach Israel. Hesekiel 38, Kapitel 38 und Kapitel 39. Ja. So, weiter geht's hier mit Meldung. Medvedev vergleicht Bundestag mit Nazizeit und prophezeit trauriges Ende auf NTV. Russlands ehemaliger Präsident Dmitri Medvedev vergleicht den Bundestag wegen der Zustimmung zur Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine mit Nazi-Deutschland. Offenbar lassen den deutschen Abgeordneten die Lorbeeren ihrer Vorgänger keine Ruhe, die im vergangenen Jahrhundert unter anderem Namen im deutschen Parlament saßen, schreibt der Vizechef des russischen Sicherheitsrats bei Telegram. Das ist traurig für das Parlament. Es wird traurig enden, sagt er. Ja. Ja, das ist es. Der Bundestag hat die Waffenlieferung beschlossen an die Ukraine, schwere Waffen. Und ja, es erinnert tatsächlich so ein wenig an die Tage. Naja, man darf das hier auf YouTube auch nicht so sagen, aber ja, als Herrn Medvedev erinnert das an dieses letzte Jahrhundert, ja, an diese Entscheidung. Oh ja, dann haben wir hier nochmal eine Sache wegen des Gas. Polen kauft laut Gazprom weiter russisches Gas und das finde ich sehr interessant mal wieder. Weil Polen nicht rechtzeitig in Rubel zahlt, stoppt Russland die Gaslieferung nach Polen, ist klar. Nach Angaben des Energiekonzerns Gazprom bezieht das Land trotzdem weiter russisches Gas und zwar über Deutschland. Indes stellt die EU-Kommission klar, der Rubelumtausch ist Sache Russlands. Und hier unten steht dann noch, über die Yamal-Europa-Pipeline fließen laut Kuprianov täglich rund 30 Millionen Kubikmeter Gas aus Deutschland zurück nach Polen, wo unsere Lager bald leer sind. Ja, fließt das Gas zurück nach Polen. Leute, man will euch umbringen. Ich sage es euch. Ja, aber mit Gott sind wir sicher.
Was haben wir hier noch für Meldungen? Oh Mann, ja. Korrosion in Kernkraftwerken in Frankreich, Problem in der französischen Atomreaktoren wegen Reaktorausfällen, drohen der französischen Stromversorgung weitere Stresstests, Wartungsarbeiten und Korrosionsprobleme schränken die Stromerzeugung erheblich ein. Also, wir haben in Frankreich ebenfalls Probleme mit der Stromerzeugung, natürlich auch alles gemacht. Ja, jetzt treten natürlich Korrosionen auf und es muss gewartet werden. Jetzt, wo eigentlich Frankreich Deutschland mitversorgen muss, weil wir eben wegen Klimarettung und etc. pp. Alles abgeschaltet haben, auch alle Kohlekraftwerke bald hier eingestampft haben. Ja, am Ende des letzten Jahres haben wir ja zahlreiche Abschaltungen von vielen Kraftwerken und es geht weiter. Und nun, unser Versorger vielleicht, der hier noch in Frankreich bereits stünde, schaltet auch ab. Auch das ist alles orchestriert, das ist alles gemacht. So, und noch eine Meldung vom Tempelberg. Ja, hier sehen wir. Ja, also wir sehen hier Demonstrationen auf dem Tempelberg in Jerusalem. Ja. Ja, laut wird hier geschrien für die Hamas, also für die Terrororganisation, die palästinensische. Und die Spannungen steigen eben auch hier auf den Tempelberg. Und laut Bibel wissen wir ja, dass hier dann auch der Tempel wieder auferrichtet wird, in den sich dann der Antichrist hineinsetzen wird. Also diese Spannungen gehören natürlich auch zu diesem Szenario. Ja, und dann nochmal hier, Deutschland soll schwere Waffen an die Ukraine liefern. Wie berichtet, der Bundestag hat dem zugestimmt. So, das waren kurz mal alle Nachrichten hier holprig durchgegangen. Und ja, wir sehen einfach, es geht weiter Richtung Chaos, weltweites Chaos. Und es ist ja erstmal keine Entspannung in Sicht. Es wird aber jemand auftreten, nämlich der Antichrist. Und er wird eben den Menschen versprechen, dass er die Welt wieder retten wird, kitten wird. Und er wird das mit vielen Zeichen und Wundern tun, vielleicht auch mit Dingen im Kosmos, im Weltall. Wir denken an die Alien-Agenda, die dort auch eine Rolle spielt, die immer vorbereitet wird. Ja, Zeichen und Wunder sind ihm ganz wichtig, damit eben ihm viele Menschen folgen werden. In der Offenbarung wissen wir aus Kapitel 6, die vier apokalyptischen Reiter, der erste Reiter mit dem weißen Pferd, der auf ihm saß, hatte eine Krone. Also es wird ihm eine Krone gegeben, ja, und er macht das eben alles nach. Eigentlich steht der weiße Reiter ja für den Christus, später in der Offenbarung. Hier aber ist es der falsche Christus, der Antichristus, also anstelle von Antichrist. Ja, ihm wird eine Krone gegeben, das heißt, die Menschen werden ihn lieben. Ja, er wird aufräumen hier, er wird den Menschen suggerieren, dass er das Heil auf der Welt wiederherstellt. Ja, und eben ohne Gott. Ja, wir sehen das heute schon viel in der, sag ich mal, in den Erwartungen vieler Menschen. Ja, in den Erwartungen an Donald J. Trump oder Putin. Ja, auch das sind schon Vorbereitungen. Schaut her, der macht etwas, der tut etwas. Zum einen war es eben Trump und jetzt ist es Putin. Aber ich denke mal, das sind noch Vorbereitungen auf den Antichristen. Wir wissen nicht, wer es ist. Wir warten auch nicht drauf. Also jedenfalls ich als Christ nicht. Ja, ich als neugeborener Christ, der mit Jesus Christus geht, wartet eigentlich auf Jesus Christus. Er wird in den Wolken kommen und er wird uns gemäß dem Korintherbrief eben in die Wolken entrücken vor der Drangsal. Ja, wer zu Jesus Christus noch nicht so weit gefunden hat, der kann sein Leben und sollte sein Leben noch übergeben an Jesus Christus. Und ich weiß, er ist auch dann für uns da, er ist für euch da, er wird euch schützen, er wird euch führen in der Bedrängnis, die wir jetzt schon haben, auch wenn es noch nicht die große Drangsal ist, aber Bedrängnis werden wir alle schon haben. Und ich weiß,
Ja, und ich kann es bezeugen, dass er uns da durchführt, ja, wenn wir uns an Jesus Christus halten. Ja. Komm zu Jesus Christus, bekennt, dass ihr Sünder seid vor Gott. Ja, wir alle sind Sünder vor Gott. Wir können der Heiligkeit Gottes nicht gegenübertreten. Wir brauchen das Lamm, wir brauchen das Opfer Jesus Christus, das er uns geschenkt hat. Es ist ein Geschenk, nehmt es an, glaubt an ihn, dass er das für uns macht und er wird euch zum ewigen Leben bringen durch sein Opfer. Ich wünsche euch jetzt ein schönes Wochenende und bis bald. Shalom.